Wir sind in einer unsicheren Zeit. Wie geht es weiter? Manche sagen, das mit dem Virus wird schon nicht so schlimm werden. Mich betrifft es ja nicht. Es ist ja nur wie eine leichte Grippe. Andere haben große Befürchtungen. Sie denken, dass ganz viele Menschen sterben werden und dass wir noch ganz lange zu Hause sitzen müssen. Wir sind in einer Zeit großer Unsicherheit. Vor vielen, vielen Jahren war das Volk Israel in großer Unsicherheit. In Jerusalem waren sie bedroht von Feinden ringsum. Fremde Könige, die das Land erobern wollten, und sie hatten große Angst. Da sagt Gott zum Propheten Jeremia: Sprich zu ihnen, so spricht der Herr. Wo ist jemand, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Eine Frage, an die dann Antworten sich anknüpfen. Die Antwort ist: Kehrt um, besinnt euch auf das, was wesentlich ist. Ihr wollt doch, dass es anders ist, als es jetzt ist. Was kann euch Sicherheit geben? Und Gott sagt: Ich gebe euch Sicherheit. Ich helfe euch, dass ihr durch die Zeit hindurchkommt. Verlasst euch nicht auf andere, verlasst euch auf mich. Herr, öffne mir die Herzenstür. Zieh mein Herz durch dein Wort zu dir. Lass mich dein Wort bewahren rein. Lass mich dein Kind und Erbe sein. Dein Wort bewegt des Herzens Grund. Dein Wort macht Leib und Seel gesund. Dein Wort ist das, mein Herz erfreut. Dein Wort gibt Trost und Seligkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der heiligen Dreieinigkeit, sei Lob und Preis in Ewigkeit.
Ewigkeit. Gott, wir bitten dich für die Menschen in der Nähe und in der Ferne. Segne uns.